Spürst du es, Ade? Nur ein Moment rennt uns vom größten aller Schätze. Ich spüre nur heißen Wind in den Ohren, Captain. Komm schon, Mann. Wenn wir diesen Schatz finden, haben wir ausgesorgt. Allesamt. Zehnfach sogar. Wie du meinst. Ahoi, Roberts. Wir werfen Anker und sehen uns an Land. Du wurdest verfolgt, Captain Kenway. Die Frage ist nur, wie lange schon? Hornigold. Brennen soll dieser Verräter. Erledige deinen Freund lieber schnell, Captain, bevor ich mein Wohlwollen noch bereue. Segel heißen, los geht's! Captain, denk lieber noch mal nach, was du hier tun willst. Was hast du wieder zu nörgeln, Adi? Es ist Ben Hornigold, der uns Kiel holen will. Ei, der Verräter muss sterben. Doch was dann? Bist du wirklich überzeugt, du verdienst das Observatorium mehr als er und seine Templer? Nein, nicht ganz. Das muss ich auch gar nicht sein. Bloß, wenn dir was Besseres einfällt, um Gottes Willen, raus damit! Verabschiede dich von Roberts. Hol die Assassinen. Bring sie her und lass sie das Ding beschützen. Ei, ich bringe sie her. Wenn sie bereit sind, dafür etwas springen zu lassen. Lasst uns den Wind reiten! Es wird ein harter Kampf, wenn Hornigold uns tiefer in diesen Nebel hineinzieht. Wir nähern uns dem Rückgrat des Teufels. Du meinst die Klippen, die aussehen wie der Rücken eines Monsters? Ei. El Espinazo del Diablo nennen die Spanier sie. Jetzt kommt Ram und Marssegel! Nehm die Rahen aus dem Wind! Gaffelsegel locker! Titkopf, Waffen raus! Fregatte! Verdammte Royal Navy! Nur das eine Schiff, Captain! Jetzt gehen! Mars- und Topsegelberg! Rahmsegel einholen! Gegner kommt auf uns zu! Sieht nach Segel setzen! Alle Segel klar zum Setzen! Befestigt die Rahe! Ich will sie nicht Wir sind außer Gefahr, Sir. Schoner! Wer ist es? Da ist Tornico. Geht näher ran. Feindliches Kriegsschiff am Abfangkurs! Ja! Feuer! Ist der Gefahr, aufbauen. Seite genau da rein! Feuer! Feuer! Bis dahin! Bereit, Sir! Feuer! Dafür bereit? Ehrlich gesagt, ich habe gehofft, das Meer würde ihn verschlucken und mir die Mühe ersparen. Feuer!
Schön stümperhafte Segeln da hinten, Männer! Als wir diesen Tag überleben, bei Gott, dann lasse ich euch ausbreiten! Verstanden? Verstanden! Lasst mit den Rücken zusammen! Der Kampf ist nicht vorbei! Ich kenne den Bastard und ich weiß, wozu er fähig ist. Du warst mal ein Mann, der für etwas Wahres einstand. Nun hast du nur noch ein Mörderherz. Und all deine Fehler brachten dir nichts als Narben. Auf jeden Fall besser als deins, Ben. Das Herz eines Verräters, der glaubt, er sei besser als seine Männer. Ei, und es ist wahr. Was hast du getan seit Nassau viel? Nicht mehr als morden und plündern. Du stehst mit denen im Bunde, die wir einst hassten. Nein. Diese Templer sind anders. Ich wünsch, du könntest das sehen. Doch wenn du deinen jetzigen Weg beibehältst, bist du bald der Letzte, der ihn noch geht. Und am Ende wartet der Galgen. Das mag sein. Doch nun gibt es eine Schlange weniger in der Welt. Und das ist mir genug. Yeah.